Ich gehe halt wieder auf die Mieslohe-Maffe, weil seit die Gastwirtschaft geschlossen ist, ist das Katzen nur eine Weile um. Und da gehe ich halt auf und tue es ein bisschen futtern. Der Tierarzt hat vor einiger Zeit der Katze ein Auge entfernen müssen. Sie hat wahrscheinlich mit irgendeinem Viech Kraft und dabei ist das ganz schwer verletzt worden. Meistens gehe ich über den Winkelweg auf, beim Bohrbauern auf und dann ein paar Abkürzungen durch den Wald auf, bis ich oben auf die Forststraßen komme. Da habe ich mir im Sommer schon ein paar Stufen gehackt, weil unter Weg abgebrochen ist. So, jetzt bin ich auf dem Forstweg und man merkt sofort, wenn man vom Wald rauskommt, da ist wesentlich mehr Schnee. Heute in der Nacht hat es noch ein paar Zentimeter geschneit und jetzt ist eine traumhafte Winterlandschaft. Bin ich ganz knapp unter der Alm und da komme ich jetzt auf den Forstweg raus. Die Katze ist ja eigentlich gewohnt, dass sie das ganze Jahr herum ist. Normalerweise ist ja auch im Winter jemand da, zumindest an den Wochenenden. Und jetzt durch die Pandemie ist das natürlich anders. Sie wird aber auch von der Britta gefordert und der Rhein hat garantiert auch Trockenfutter. Die, wenn ich raufkomme, wartet schon auf mich. Aber wenn Neuschnee ist, dann muss ich mit dem Morsezeichen hinten bei der Holztür muss ich es rausklopfen. Jetzt bin ich gespannt, ob es rauskommt. Mutz. Jetzt komm raus! Komm! Da ist das Katzel. Na, sie ist aufgestanden. Na, so brav ist das Katzel. Jetzt, ja, wo ist denn mein Katzel, ha? Ja, wo ist denn mein Katzel? Na, so brav ist das Katzel. Jetzt hast du aber lang gebraucht, bis du rausgegangen bist, ha? Sag mal. Das ist aber gut, ne? Oh Mann, das ist aber gut. Ja, brav. So brav.